und eigentlich verantwortlich für die tolle Aktion, jetzt seit vielen Jahren den Christbaum nach Brüssel zu bringen. Und Klaus Gerstenauer, Vorstand des ÖBB-Personenverkehrs. Herzlichen Dank. Herr Galluber, schön, dass Sie da sind, vor allem, dass Sie den Christbaum mit der Bahn nach Brüssel bringen. Was steckt dahinter eigentlich? Was für Gedanken haben Sie, dass Sie das jetzt seit so vielen Jahren durchführen? Ja, herzlichen Dank und das erste große Danke gebührt der ÖBB, die seit 2 Jahren exklusiver Partner sind im Transport des Christbaumes nach Brüssel. Eine Tradition, die es mittlerweile seit 25 Jahren gibt. 25 Jahre feiern wir heuer einen österreichischen Christbaum für das Europäische Parlament, den meine Vorvorgängerin Agnes Schierhuber eingeführt hat. Dort einen Plastikbaum, die Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments skizziert und ja, seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten schon steht wirklich mitten im Parlament, wo jeder vorbei muss, ein Christbaum aus Österreich, der für Tradition, für Handarbeit und auch gewisse Moment des Innehaltens und der Ruhe ist. Und so ist es eben ganz schön, dass wir jedes Jahr auch den Christbaum für unterschiedliche Partner zur Verfügung gestellt haben. Und hier heute auch da die Schüler und Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule Bürer, die uns hier heute hier mit begleitet haben, schon an der Organisation mitgewirkt haben und dann noch nächste Woche ein Teil davon oder eine größere Gruppe zur feierlichen Segnung und Einweihung und Übergabe im Europäischen Parlament den Christbaum begleiten wird. Da ist dann der nächste große Schritt. In dem Sinne einen ganz herzlichen Dank, danke sehr, Herr Vorstand, für die Möglichkeit, für die Partnerschaft, die wir hier haben. Ich glaube, es ist eine tolle Möglichkeit zu zeigen, wie sich die ÖBB entwickelt hat. Das ist so ein toller Partner. Ich kann es auch als Abgeordneter sagen, das ist eine wirklich tolle gelungene Errungenschaft, diesen Nachzug nach Brüssel zu haben, der sehr viel genutzt wird von Reisenden, von Schülern, von Besuchern, eine Fahrt ins Herzen Europas, dort ein paar Tage zu verbringen. Also der Weg, der hier eingeschlagen hat, ist einfach ausreichend. Aber weiterhin alles, alles Gute. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Und das jetzt nochmal auch ein herzlichen Dank an die Landwirtschaftliche Fachstudie Bürer, vertreten durch 2 Fachlehrer plus einige Schüler, die da jetzt mit dabei sind. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und diese Bäume für uns jetzt auch zur Verfügung gestellt habt. Herzlichen Dank. Ja, es gibt viele Wege nach Brüssel zu kommen. Viele haben das über Jahre mit dem Flugzeug gemacht. Aber es gibt auch seit einigen Jahren eine Alternative. Es gibt einen Nachtzug, der direkt von Wien nach Brüssel fährt. Ein großer politischer Wunsch, den die ÖBB umgesetzt hat. Nachtzüge über viele Ländergrenzen hinweg. Und normalerweise gibt es für die Güter die Rail Cargo Group. Heute darf der Christbaum mit dem Nightjet fahren, mit Personenverkehr. Und deswegen unser Vorstand von Personenverkehr, Klaus Gerstenauer. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir eben das 2. Jahr in Folge bereits der Official Carrier für den Christbaum des Europäischen Parlaments sein dürfen. Der Christbaum ist als Reisegepäck heute unterwegs und in unserem Gepäckwaggon sicher verstaut. Und er ist hier gut aufgehoben, denn er wird 30 Mal klimaschonender als auf der Straße unterwegs sein, sogar 50 Mal grüner als mit dem Flugzeug. Und ja, wir als ÖBB bieten jeden Tag 4.800 Zugfahrten an. Die Hälfte unserer Fernverkehrszüge fährt ins Ausland und mit den Nightjets haben wir in Europa eine Marke gesetzt. Mit 20 eigenen Linien sind wir mit Abstand der größte europäische Nachtzugbetreiber. Und ja, ich erinnere mich noch recht gut, es ist schon wieder fast 3 Jahre her. Im Jänner 2020 haben wir die Verbindung nach Brüssel aufgenommen, gefühlt 5 Minuten vor Corona war das. Und ja, in 2 Wochen ist wieder Eisenbahner Silvester oder wie es offiziell heißt, Fahrplanwechsel. Und da werden wir 2 weitere Destinationen in unser Nachtzugnetz aufnehmen, nämlich Genua und Stuttgart. Parallel investieren wir in das neue Rollmaterial. Schon im Sommer 2023 wollen wir mit der neuen Generation der Nightjets auf die Strecke gehen und so die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern das Nachtzugnetz erweitern können. Brüssel
ist natürlich die Hauptstadt Europas, ist von Bedeutung für uns alle. Heuer ist immer das Jahr der Jugend und wir haben unser CEO gemeinsam mit der Staatssekretärin Blackholm und dem EU-Botschafter Selmayr ja einen Zug gebrandet auf das Jahr der Jugend und wir haben speziell für Schulklassen Package-Angebote kreiert aus der Kombination Hotel und Zugfahrt nach Brüssel, um hier die Möglichkeit zu bieten, die europäische Hauptstadt mit uns komfortabel zu erreichen. Wir fahren dreimal in der Woche nach Brüssel mit dem neuen Garniturenbahn in der Perspektive 2024, dann auch täglich. Und für heute bleibt mir nur, dem Christbaum eine gute Reise zu wünschen und mich bei Ihnen, Herr Abgeordneter, nur sehr herzlich für das Vertrauen in die ÖBB zu bedanken. Herzlichen Dank. So, wir haben jetzt Abgeordneten, den Vorstand, den Christbaum. Wir haben die Fachschule, aber was haben wir noch nicht? Was fehlt uns natürlich, wenn wir den Christbaum wegschicken? Wir brauchen natürlich auch die Christbaumkönigin. Und ich darf zu mir jetzt bitten, Frau Ricarda Reitner. Herzlich willkommen. Schön, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben und bei uns die Verabschiedung jetzt gemeinsam zu begehen. Wir warten auf den Nachtzug, der jeden Moment hereinkommt. Und ich darf Sie an alle bitten, noch das gemeinsame Foto mit uns hier zu machen. Und das Allerwichtigste ist, es ist zwar nicht ganz so kalt wie befürchtet, aber alle, die heute nicht nach Brüssel wollen, oder nicht nach Brüssel müssen, die darf dann der Klaus Gartenauer als ÖBB-Vorstand noch einladen auf einen kurzen Drink. Vielleicht gibt es auch ein paar Nüsse oder ein paar Soletti dazu in der ÖBB-Zentrale. Gleich hier hinter uns, hinten raus, ÖBB-Logo. In den 23. Stock. Und was ist der ÖBB, wenn sie nicht ganz pünktlich ist, oft leicht verspätet, aber immer perfekt im Timing? Also nicht vergessen, danach ist der 23. Stock, aber jetzt kommt unser Nachtzug nach Brüssel auch eingefahren und wir sind perfekt fertig für unser schönes Abschiedsfoto. Herzlichen Dank.